Kaum eine Komponente in Videospielen sorgt immer wieder für so kontroverse Debatten wie die Grafik. Grafik sei unwichtig, Gameplay vor allem. Kiddies von heute sind ja nur Grafiku. Die elitäre Abteilung unter den Videospielliebhabern redet oft und gerne die Bedeutung von Grafik klein und nimmt es fast schon als Synonym für die aktuelle Entwicklung der AAA-Branche und macht daran fest, was sie alles an dieser rasanten und oft zu schnellen Entwicklung der Spiele stört. Grafik-Haten gehört fast schon zum guten Ton. Der Wahn nach immer mehr Pixeln und 32K-Grafik ist zwar wirklich auch ein Grund, wieso Spiele immer teurer werden und wieso auch immer mehr bezahlen müssen und das eben oft durch DLCs oder andere Microtransactions, aber ist es denn jetzt wirklich so verwerflich, eine schöne Grafik haben zu wollen und zu genießen? Ich bin heute mal hier, um eine Lanze zu brechen. Für diejenigen, denen Grafik eben doch wichtig ist. Möchte ja einmal beleuchten, wieso eine wahnsinnig gute Grafik ein unfassbar attraktiver Faktor beim Genuss eines Spiels sein kann. Und dass Fotorealität in Spielen eben doch eine besondere Faszination haben kann. Die Faszination Grafik. Um gleich deutlich zu trennen, ich beleuchte hier und nun einzig und allein die grafische Leistungsfähigkeit eines Spiels, die Schärfe, die Power und nicht die Gestaltung oder den künstlerischen Aspekt hinter den Kulissen. Es ist kein Geheimnis, dass man auf dem NES fantastischere und bezauberndere Welten erlebt hat als auf einer PlayStation Pro teilweise. Es gibt zahllose Beispiele, die uns klar machen, dass es mehr braucht als reine Pixelmasse, um ein Spiel auch wirklich schön zu machen. Und andersrum sahen wir auch die letzten Jahre wahre Kunstwerke an Spielen, die mit minimalster grafischer Leistung auskamen. Jetzt gehen wir aber doch mal wirklich einige Jahre zurück und betrachten eins der ersten Spiele mit wirklich gut aussehenden Charakteren für die damalige Zeit. Ich finde das heutzutage nicht mehr so hübsch und ich kann mich auch nicht wirklich in diese Person hineinversetzen. Damals wurden Emotionen ausschließlich über das geschriebene Wort übertragen. Und die Geschichte und die Gedanken wurden uns klar mitgeteilt, da Mimik und Gestik noch nicht wirklich vorhanden waren. Und klar, durch die heutige Synchro ist auch vieles möglich, aber wenn wir uns einmal Uncharted 4 ansehen, dann weiß ich noch ganz genau, wie irre beeindruckt ich war vom Anfang des Spiels. Wir sehen eine Szene, in der Drake mit seiner Frau in seiner Wohnung sitzt, sie ihm irgendwas erzählt und Drake gedankenverloren an ein Bild an der Wand starrt. Wir sehen in seinen Augen und seinem gesamten Gesicht die gleichen Gefühle, die auch in uns gerade groß werden. Wir sehnen uns nach Abenteuer und Action. Drake will wieder hinaus in die Welt. Er will sein, wie er eben ist, auch wenn er Elaine liebt, so fühlt er sich berufen für mehr. All dies erfahren wir ohne ein einziges Wort oder gar Texte. Wir sehen es in seinen Augen. Schauspielerei. Am Computer erzeugt, programmiert. Und doch kaum weniger wirksam als in echt dargestellt, in einem Medium, das in diesem Punkt immer einzigartig war, dem Film. Heutzutage können die Erschaffer der Figuren mit diesen Schauspielern und so auf eine ganz andere Art und Weise Gefühle, Triebe oder Erinnerungen anregen, als es jemals der Fall war. Ein kleiner, verzweifelter Blick einer Figur im Hintergrund kann so vieles erzählen und verändern. Und all das hier, über das wir uns gerade unterhalten, ist nur möglich durch eine 1A-Grafik. Naughty Dog ist jetzt nicht der einzige Entwickler, der in Spielen wie Uncharted oder The Last of Us Figuren zum Leben erweckt. Und ich hoffe, dass die heutigen Fortschritte der Technik diese Kunst immer mehr anderen Studios eröffnen. Irgendwann eine Szene zwischen Link und Zelda zu sehen, in der stillschweigend Emotionen von Link herausgezeigt werden und uns genau wissen lässt, was unser Held gerade denkt oder was er fürchtet, würde uns endlich einmal einen Link geben, der ohne ein einziges Wort doch so lebhaft und gefühlvoll wirken würde, wie wir es uns seit vielen Jahren wünschen. Ich erlebe vor meinem geistigen Auge gerade die Szene aus Ocarina of Time neu. Die Szene, in der Zelda und Link sich bereden und Link durch ein Fenster guckt und Ganondorf sieht. Der steht vor dem König. Und dieser Moment, in dem Ganondorf in seine Richtung blickt, einmalig und für uns als Kind gruselig. Ich kann einfach nicht anders, als mir diese Szene in der heutigen Zeit mit fotorealistischer Mimik und Gestik neu zu erdenken. Und es schüttelt mir vor Gänsehaut.
Aber Ocarina of Time hat uns ja eh in vielen Bereichen verzaubert. Etwa mit der zauberhaften Musik, der Freiheit und natürlich den wunderschönen Dungeons, Steppen und Wäldern. Und so schön ich es als Kind auch fand, so schwierig finde ich es dennoch heute, wirklich noch Gefallen an der N64-Version zu finden. Pixel sind halt Pixel. Und wenn man sie eindeutig sieht, stört es schon das Gefühl, komplett mit allen Sinnen in diese Spielwelt abzutauchen. Gestaltung geht vor Grafik, aber sind wir doch mal ehrlich. Um hier beim Beispiel Zelda zu bleiben. Skyward Sword und Breath of the Wild hatten in meinen Augen einen super Grafikstil und waren wunderschöne Spiele, keine Frage. Aber kribbelt es euch da auch nicht in der Hose, wenn wir einmal in Gedanken abschweifen und uns Link in einer realistisch aussehenden Spielwelt vorstellen? Die der von Twilight Princess vielleicht ähnelt, nur halt viel belebter und weiter und freier. Wer möchte denn nicht Goma in ein Auge starren, das Teil der hässlichsten und gruseligsten realistischen Spinne aller Zeiten ist? Gut, einige von euch möchten es wahrscheinlich nicht. Ganondorf als wahrer Dämon des Bösen, Link und Zelda mit Schauspiel, ein Hylia-See, auf dessen Wasserknospen kleine Wasserläufer langlaufen und wir tief am Grund die Fische schwimmen sehen, die wir später fangen werden. Über uns fliegt ein Orni lang und die Winde wehen Link durchs Haar, während ihr ehrfürchtig den Todesberg erblickt, dessen heiße Lava die Luft um uns herum beben lässt. Ich bin der Allerletzte, der Grafik beschreit, aber ich bin bereit dafür und bin ehrlich. Ich finde es tatsächlich ein wenig schade, dass Nintendo doch so sehr hinterherhinkt. Ich sehne mich nach diesem gewissen Abenteuer, für das wir eben dann doch oft zur, was heißt verhassten Konkurrenz blicken müssen. Dort finden wir dann aber leider oft eben nicht das, was Nintendo uns bietet. Selbst bei Franchises, bei denen man immer gedacht hat, dass die Grafik völlig unwichtig ist, wie Mario, da sah man jetzt doch, wie gut einem in Odyssey Mario, ja, diese HD-Grafik zu Gesicht stand. Grafik ist eben doch toll und ist in meinen Augen ein wichtiger Aspekt, der uns unsere Gedanken frei über die wunderschönen Ebenen, die wilde See, die beiden riesigen Monster vor unseren Augen oder einfach eine Unterhaltung zweier Menschen, die uns Gefühle nur durch Blicke vermitteln, verlieren lässt. Gameplay vor Grafik. Aber Grafik darf dennoch genossen, weiterentwickelt und gefeiert werden. Und ich fände es tatsächlich auch gar nicht mal so schade, wenn auch Nintendo endlich einmal ein wenig Grafikpower erfahren würde. Also, wenn das nächste Mal ein Trailer zu einem Spiel erscheint oder ihr das erste Mal Schritte in einem neuen Spiel macht und die Grafik haut euch um, dann genießt es. Sie ist ein wichtiger Aspekt, wenn man wirklich zu 100% in die Spielwelt abtauchen möchte. Und es ist absolut nichts verkehrt daran, sich ihr hinzugeben. Der Faszination Grafik.